Ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Ich hasse es wirklich. Lass uns doch was daraus zaubern. Heute machen wir Gemüsebrühe. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. In unseren Videos, die wir ja wöchentlich zweimal veröffentlichen, spreche ich immer davon, von selbstgemachter Gemüsebrühe. Heute möchte ich euch endlich nochmal zeigen, wie man das macht. Und dazu habe ich ganz traurige Lebensmittel. Da sind sie. Das hier, das ist ein Stückchen Fenchel, was einfach übrig geblieben ist. Eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, aber da steckt so viel Power drinne. Bitte nicht wegschmeißen. Auch mein Stückchen Sellerie hier ist auch ganz traurig. Ist auch übrig geblieben diese Woche bei unseren Dreharbeiten. Konnte ich so nicht mehr verarbeiten. Heute ist es Zeit. Ein Stückchen Zitronengras, auch schon so ein bisschen angewelkt. Viel zu schade zum Wegschmeißen. Den Spargel hier. Man sieht es, der ist schon ganz labberig und ganz weich. Den habe ich tatsächlich gestern gerade beim Gemüsemarkt geschenkt bekommen, weil auch die wussten nichts mehr damit anzufangen. Ich sag, gib her, da mache ich eine Gemüsebrühe von. Denn auch die Karotten hier, also knackig, geht anders. Die haben auch schon so ein bisschen das Beste hinter sich. Die Pilze sind okay. Aber dadurch, dass die so dunkle Lamellen bekommen haben im Essen, nicht mehr schön, mache ich lieber eine Gemüsebrühe davon. Auch meine Zucchini, gerade gestern gab es bei uns privat Zucchini-Pfanne, sind also übrig geblieben, waren ein bisschen viel. Wohin damit? Ab in die Gemüsebrühe. Dann Kräuter. Die habe ich bei mir im Kühlschrank stehen gehabt und die sind so richtig gefriergetrocknet. Also frische Kräuter, aber total verdörrt, in der Gemüsebrühe nochmal richtig gut. Was wir außerdem noch brauchen, ist ein bisschen Knoblauch. Ich habe hier so ein kleines Gläschen mit Gewürzen, zwei Lorbeerblätter, zwei Nelken, einen Teelöffel Piment, einen Esslöffel Pfefferkörner, Salz und ich gebe immer noch ein bisschen Zucker in meine Gemüsebrühe. Wer das gar nicht will, lässt den Zucker einfach weg. Für mich bringt er noch so ein bisschen Geschmack mit, macht das Ganze ein bisschen runder. Ein halber Teelöffel Chiliflocken, das war's. Anfangen solltet ihr aber immer mit einem guten Olivenöl, da wir nicht braten, sondern nur anschwitzen, ist das genau die richtige Droge. Wie immer muss ich natürlich mein Gemüse so ein bisschen vorbereiten. Die Zwiebel habe ich geschält, die ist ja nun wirklich noch tipptopp. Zwiebel ist übrigens bei einer Gemüsebrühe ein wunderbarer Geschmacksgeber. Die Karotten, normalerweise würde ich sie ja schälen, aber die schneide ich mir einfach mit Schale so in Stücke. Gewaschen habe ich sie natürlich. So, weil die Schale alleine bewahre ich mir sonst auch schon auf. Warum soll ich sie jetzt schälen? Ach hier, der kleine Freund, der darf auch noch mit. So, und dann haben wir noch unseren Sellerie. Auch der ist sauber, aber mit Schale schneide ich mir auch in Stücke. So, und dann hier den Fenchel. Da muss ich allerdings ein bisschen aufpassen. Der ist mir sehr, sehr trocken. Das Hässliche, das schneide ich mir weg. Aber ihr seht schon, der Rest ist doch tippitoppi. Kleinschneiden, ab mit in die Gemüsebrühe. So, jetzt habe ich das meiste schon vorbereitet. Und genau mit diesen harten Gemüsen fange ich jetzt auch an. Die kommen zuerst in den Topf. So, bis der Topf richtig heiß ist, kann ich auch schon mal den Spargel kleinschneiden. Gerade beim grünen Spargel bitte nicht schälen. Und wenn er so ein bisschen trockener ist, einfach nur, dass der gewaschen ist, kommt mit in die Gemüsebrühe. Und ihr wisst, Spargel bringt ein wunderbares Aroma mit. Beim Porree oder Lauch muss man auch ein bisschen aufpassen. Einmal aufschneiden, auswaschen, in Ringe schneiden, fertig. So, in das vorgewärmte Olivenöl gebe ich jetzt, wie gesagt, meine etwas härteren Gemüsestückchen damit hinein und schwitze das Ganze an. Und ihr kennt das schon aus unzähligen Videos. Wir unterstützen das Ganze mit ein bisschen Salz, weil Salz zieht Wasser. Und ich in meinem Fall auch immer noch eine kleine Prise Zucker. Zucker macht dasselbe wie Salz, zieht Wasser. Dadurch können wir hier viel besser im eigenen Saft anschmoren. Und wir bekommen keine Farbe, was in diesem Fall bei meiner Gemüsebrühe nicht gewollt ist. So, wenn das Gemüse schon so ein bisschen Glanz hat, können wir auch das Weitere dazugeben und ebenfalls mit anschwitzen. Also jetzt Porree und der grüne Spargel.
Und da gebe ich jetzt auch gleich meine übrig gebliebenen Zucchini-Stückchen dazu. Und ihr seht schon, das ist hier schon fast ein ganzer Eintopf. Und natürlich habt ihr recht, die Zucchini hätten wir ja auch noch weiterhin verarbeiten können für andere Dinge. Aber es gab halt gestern gerade Zucchini und ich habe da heute nicht schon wieder Appetit drauf. Das Gute ist, alles was wir jetzt verarbeiten, das gibt uns wenigstens 5 Liter Brühe. Und die friere ich mir halt ein und habe immer meine Brühe, wenn ich sie brauche. Und mein Gemüse ist gut verarbeitet. So, man hört es dort richtig schön schnurgeln. Da passiert ordentlich was. Meinen Knoblauch, der ja auch einen wunderbaren Geschmack mitbringt, den schäle ich gar nicht erst, den drücke ich mir einfach mit dem Handballen so ein bisschen kaputt, weil der soll ja kochen. Den brauche ich ja sonst nicht. Und meine Champignons hier, die habe ich auch klein geschnitten. Die kommen da auch mit hinein. So, alles hinein. Mein Zitronengras, was hier so ein bisschen trocken geworden ist, auch einfach mit dazu. Alles mit anschwitzen. Also, jetzt sieht es ja schon deutlich angenehmer aus als eben das angetrocknete, was ich euch gezeigt habe. Der Geschmack wird da sein und wir werden eine wunderbare Gemüsebrühe bekommen. So, ich kann jetzt auch meine Chilischote schon mit dazu geben. Die bringt uns noch ein bisschen Schärfe mit. Und da wir hier nicht braten wollen, sondern nur so ein bisschen an die Gemüse, an den Geschmack herankommen wollen, dieses Anschwitzen, das sieht aber schon ganz gut aus. Füllen wir das auf mit Wasser, wenigstens so weit, bis das Gemüse bedeckt ist. Ich mache sogar noch ein bisschen mehr. Das bringen wir jetzt zum Kochen. Und was wir ja noch haben, das sind unsere durchgetrockneten Gewürze, die kommen damit hinein. Und natürlich unsere Standardgewürze. Lorbeer, Piment, Nelke und Pfefferkörner. Und wenn das jetzt hier aufkocht, lassen wir das Ganze circa eine Stunde kochen. Bitte nicht viel länger, weil dann verkocht euch das Gemüse und dann kriegen wir hier so eine schleimige Struktur. Dann wird die Brühe so unansehnlich und trübe. Eine Stunde wird reichen, dann ist der Geschmack transportiert. Eine Stunde ist rum und wir sehen hier auch, da ist ordentlich was reduziert. Das ist nicht schlecht. Weil dadurch haben wir auch noch mehr Geschmack. Und wir können auch erkennen, dass das Gemüse deutlich gar ist, wie zum Beispiel an dieser Zucchini-Scheibe, auch die Karotten. Was ich nicht möchte, ich habe es ja schon erwähnt, dass das Ganze auseinanderfällt, weil ich freue mich jetzt gerade darüber, dass wir so einen schönen, klaren Gemüsefond haben. Wollen wir den mal probieren? Jetzt kann man die Farbe noch mal sehen. Ganz prima. So, der alte Holzfäller-Trick hier mit dem kleinen Teller, damit die Brühe schneller abkühlt und man kann eben wunderbar sehen, wie sie aussieht. Da steckt richtig Power drin. Was mir vielleicht noch fehlen würde, ist noch eine kleine Prise Salz, aber die kann ich ja bei jedem Gericht nochmal dazugeben. Gemüsefond, den passiere ich mir jetzt durch ein feines Sieb und den friere ich mir ein, wie gewohnt. Das sind jetzt hier noch ungefähr 4 Liter, das heißt, ich habe wenigstens 8 Portionen Gemüsefond und das Ganze aus Gemüse, was man eigentlich weggetan hätte. Wem das gefällt, der möge uns ein Däumchen nach oben geben, abonniert den Kanal und Carmen hat noch eine kleine Idee. Wir haben euch lieb. Siehste, habe ich doch gewusst. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss!